klar war, dass wir absolute Außenseiter waren. Damals war Juventus mit Abstand die beste Mannschaft in der Welt. Sie hatten ja über Jahre dominiert. Und von dem her gesehen war es für uns eine Außenseiterrolle. Sie haben uns wahrscheinlich auch ein bisschen unterschätzt. C'est toujours difficile parce qu'une finale, bon, c'est toujours un match particulier parce que c'est un seul match. C'est vrai que bon, on nous donne favori, c'est normal parce que bon, on a gagné beaucoup cette année et on a fait de très très grands matchs. Mais bon, on sait que Dortmund est une équipe difficile qui physiquement est l'une des quelques équipes en Europe qui réussira certainement à nous contrer physiquement. Donc on sait qu'on aura un adversaire qui sera très motivé et ça sera difficile pour nous de gagner. Die ganze Mannschaft ist total heiß, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Und wenn man auch ohne Freude reingehen wird, dann wäre das sicherlich auch nicht das Richtige. I was no nervous at all. I wasn't nervous in any shape or form. And I remember going on the team bus and you could hear a pin drop. And that was lads that won World Cups and Serie A titles and Bundesliga titles. So I knew the magnitude of the game was going to be huge. I can't speak highly enough for the Dortmund fans. You can't, because of the way they are and the colour that they portray their club. Getting to the stadium, I just remember it being full, half a yellow-black, half black and white. And the atmosphere was huge. Das Olympiastadion von München, das sonst rote Rund, getränkt in schwarz und gelb. Der BVB vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte. Die Minuten vor einem Champions-League-Finale sind ruhig, solange der Trainer in der Kabine ist und die Mannschaft macht das Aufwärmen. Wenn die Mannschaft wieder reinkommt, der Trainer muss vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zur Mannschaft sprechen. Muss nochmals die Mannschaft kurz ansprechen, ihr Mut zusprechen, die Mannschaft pushen, den Glauben an den Sieg nochmals geben, auf die besondere Situation hinweisen und dann ja, geht's schon los. Borussia Dortmund kämpft um die Krone Europas. Und jetzt geht's los. Der BVB und die Sehnsucht nach dem Märchen in München. Christian Vieri gegen Matthias Sammer. Bringt die Flanke gut rein. Und jetzt Jugovic gefällt von Stefan Reuter. Sandor Buhl lässt aber weiterlaufen. Jugovic, Riesenchance für Juve. I just remember Otmar saying to me, if you get the ball, just look for the diagonal, because we think they're not as strong at the back. And when that corner came in and Peruzzi's punched it, the thing in the back of my mind was right away, diagonal. Ich habe jetzt nicht mal groß geschaut, wo ich ihn hinschießen möchte, sondern einfach drauf gehalten. Schwarz-gelbe Ekstase in der Kurve. Ich glaube, das war schon fast oder war eigentlich die Entscheidung, weil mit 2-0 war klar, wir haben eine gute Mannschaft auch und vor allem auch nach hinten, dass wir den Vorsprung wahrscheinlich auch verteidigen können. 1-0 ist immer gefährlich, aber das 2-0 war auch so ein typisches Tor vielleicht für mich in meiner ganzen Karriere. Deschamps, Zinedine Zidane, Zidane, Pfosten! Thank you.
Parteiische zur Halbzeit. Der BVB führt 2:0 und ist 45 Minuten entfernt vom Thron Europas. I always just had a great belief where if any team had to beat the Dortmund team, they'd have to be special themselves. Because the Dortmund team, they were incredible players, really, were absolutely fantastic players. And as a team, we were excellent. And I think we went 2-0 up at half-time. It had to take something special to beat us. Der nochmal weiter auf Jugovic. Jugovic! Boxic behauptet sich gegen Jürgen Kohler. Szene, den sie dann. Nochmal Boxic, der ist schon im 16. Er bringt den Ball. Der Pierre mit der Hacke! Mamma mia! Jubel zurück im Endspiel! Juve hat in der zweiten Halbzeit sehr aufs Tor gedrückt und natürlich mit dem Anschlusstreffer, das war dann, dann war es eigentlich schon fast nochmal offen, das Spiel. Ich hatte mir schon in der Halbzeit den Zeh gebrochen bei einer Aktion und ich habe dann schon zur Hitzfeld gesagt, ich musste eine Spritze kriegen in den kleinen Zeh rein und es war total schmerzhaft und ich konnte dann auch irgendwann nochmal richtig laufen und dann hat man ja den Wechsel gemacht. Peruzzi stand eigentlich ständig zu weit vor dem Tor. Mit dem Gedanken bin ich tatsächlich auch ins Spiel gegangen. Ja, immer nur Peruzzi steht zu weit vom Tor, Peruzzi steht zu weit vom Tor. Nur so, wie sich die Situation dann entwickelte, so wie Andreas Müller mir nach, weiß nicht, 5 Sekunden war es, glaube ich, den Ball dann reingespielt hat, war es die beste aller Möglichkeiten. Ich glaube, im Fernsehen schrien die Kommentatoren dann auch Lupfen. Das weiß ich noch ganz genau, weil der Spieler das umgesetzt hat. Denn ich habe gesagt, Glas, jetzt kommst du rein und machst noch das entscheidende Tor. Man ist ja als Trainer immer Optimist und das gehört dazu, dass man immer wieder auch den Ersatzspielern Selbstvertrauen gibt und das Unmögliche wahrzumachen. Von 10 Versuchen klappt er wahrscheinlich 9-mal nicht. Aber dieses eine Mal hat es geklappt. Und Schicksal meinte es gut und danach waren ja noch, glaube ich, 15 oder 20 Minuten zu spielen. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, weil dieses 3:1 bedeutete ja die Entscheidung und man fieberte eigentlich nur noch den Abpfiff entgegen. Jetzt ist Ende. Borussia Dortmund auf dem Thron Europas. München leuchtet schwarz und gelb. Als Außenseiter gestartet, als Champion ins Ziel gekommen. Herzlichen Glückwunsch, BVB. It wasn't until later on somebody said to me, you won't realise what you've done until later on in years gone by, and it was true. Playing for the club and doing what we've done, I think, is one of the proudest things that I've done. Der Champions League-Sieger 1997 heißt Borussia Dortmund. Das Gefühl kann ich jetzt nicht mehr genau beschreiben, aber es war natürlich ein unglaubliches Glücksgefühl, was man vielleicht einmal im Leben wirklich vorfindet bei jemandem. Und es war natürlich toll, diese Trophäe irgendwann mal in der Hand zu halten und nach oben zu stemmen. Ich glaube, von dem träumt eigentlich jedes Kind. Und es war ein Wahnsinnserlebnis. Ich meine, wir können es wirklich noch nicht richtig fassen. Und wir sind alle unwahrscheinlich stolz, was wir geleistet haben. Wir sind die beste Mannschaft Europas. You never really think what the Champions League means to you until you've actually done it. And I think going back to Dortmund was a sight to behold. 600,000 people. It was phenomenal to see that. People hanging from trees, from traffic lights, the square of the city. But the adulation we got going back, I've never
encountered something like that. The celebration, I think, lasted 2 or 3 days. And yeah, it was just an incredible moment.